Hallo, liebe Doberfreunde, ich bin euer kleiner Hubbegegner Manuel. Ich habe was zu sagen, das macht mir inne was so wütend im Bauch. Und zwar, ich war heute arbeiten gewesen, freiwillig im Schrebergarten. Ich habe freiwillig gearbeitet, weil ich will diesen. Ich bin im Schrebergartenverein und da habe ich freiwillig geholfen. Ohne Geld verdienen. Ja. Warum ohne Geld? Weil ich will kein Geld. Weil das ist ein Verein. Und Verein muss man unterstützt sein. Und ich will jetzt Mickeln von diesenjenigen Leute haben bei mir in Scherbergarten. Wollen nichts als nach Geld haben und damit arbeiten. Hingehen, nur wenn kriegen die Geld. Das muss die alle schämen. Weil der Verein, der weiß schon mal, Umvaluation, Bescheid, ich darf so machen, so ein Video. Er hat mir ein Erlaubnis gegeben, ich habe heute etwa gefragt. So. Er gibt Mühe. Wir haben immer Containers voll mit Holz gemacht. Und wir sind immer 6 Mann. Er hofft eigentlich 20 Leute zu helfen. Und was, es gibt nur immer dieselben Leute, die immer dauernd helfen. Freiwillig. Es gibt Leute, die haben auch keinen Gärten, ne? Die haben auch geholfen. Freiwillig. Ein Mann, der hat auch geholfen, sein Bruder. Der hat geholfen. Hat keinen Garten, hat geholfen. Weil, ich habe gehört gekriegt von meinem Vater, da hat er eine Story erzählt, er hat Leute gefragt, gehst du den Arbeiten helfen? Ja, wenn ich kriege Geld, dann helfe ich. So ist die Story, kriegt man Horn nur. Oder der Verein, da hat einer gefragt, kommst du? Ja, wenn krieg ich Kiste Bier von dir, dann helfe ich dir gerne. Was soll das denn? Wer hat einen Garten, muss freiwillig auch dem Verein helfen, unterstützen. Von Schwerbergartenverein. Weil, wer jemand hat einen Garten, muss auch automatisch auch den Schwerbergartenverein helfen auch. Auch mit ohne Geld. Ich weiß nicht, wie ihr denkt und wie ihr seid, aber meine Meinung aus, was ich habe ein bisschen Herz zum Menschen, auch auch von diesem Verschöbergartenverein, habe ich immer gut Hilfe ich, gib Mühe zu helfen, sehr viel Mühe. Ich kriege immer von meinem Verein, ich bin mit ihm so doll gefreundet, schon Lob immer, sehr viel Lob. Ja, die anderen Arbeiter, die sind auch fleißig. Ja, die sind auch fleißig, gib zu. Aber trotzdem, die anderen Arbeiter kriegen auch Lob von ihm. Immer nur dieselben sind nur da. 6 Mann. Er hofft immer dauernd nur 20 Leute. Oder 25 Leute, die helfen. Und was?
von diesem Verein kommt gar kein Anzahl, so viele Leute haben Garten haben, ne? Aber gar nicht helfen. Das ist wirklich traurig, sowas. Ja. Ich will jetzt soweit loswerden, wie bei mir ein Zeit lang abläuft. Bei mir im Schrebergartenverein. Ja. Und ich sag schon mal tschüss. Achso, mir hat diesem Video nicht gut gefallen. Ist mir egal. Ich will nur loswerden. Wenige Leute wollen jetzt als Geld hier arbeiten. Und ich gehe freiwillig arbeiten ohne Geld. Außer ich helfe, damit Menschen zu Freude zu machen. Ja. Und ja, ich sag schon mal tschüss und ciao. Euer kleiner Begegnung Manuel.